Beim Kochen im Römertopf sind ein paar Dinge zu beachten. Das erste vor allem ist auf jeden Fall, dass der Römertopf komplett gewässert wird. Bei der glasierten Variante wird nur der obere Deckel gewässert. Einfach Wasser hineingeben und ca. 10 Minuten stehen lassen. Bei der unglasierten Variante werden beide Teile gewässert. Hier auch einfach Wasser hineingeben und 10 Minuten stehen lassen. Der Römertopf sollte immer langsam aufgeheizt werden, also immer in den kalten Backofen. Er verträgt nämlich keine Temperaturschwankungen, das heißt während des Garvorgangs keine kalten Flüssigkeiten hineingeben. Um eine schöne Kruste zu erhalten, wird gegen Ende der Backzeit, so circa 10 Minuten, einfach der Deckel entfernt.